Hallo bei musikmachen.de, Nikolai hier von der NM Show 2013. Wir sind bei KORG, ein neues Digitalpiano von KORG. Simon. Richtig, genau. Und zwar ist es der Nachfolger vom SP250, das absolut erfolgreichste Digitalpiano, was es, glaube ich, gibt irgendwie. Also absoluter Powerseller. Jetzt SP280. Man kann ganz schnell und einfach eigentlich sagen, dass so ziemlich alles verdoppelt wurde. Also zum Beispiel die Verstärkerleistung, die Stimmenanzahl, die PCM. Ja, was kann man noch sagen? Das ist im Prinzip erfolgreich, dieses SP250 gewesen, und hoffen wir, dass natürlich jetzt auch das SP280 so ist, weil es das All-in-One-Konzept ist, mit Ständer schon, mit Pedal im Lieferumfang. Ab wann können wir das in Deutschland sehen? Weißt du schon? Das wird auch so März sein, und preislich wird es so um die 600-700 € liegen wohl. Ja, sehr spannendes Instrument. In Weiß. Ja. Super, klasse, danke Simon.